Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. La 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 la. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ich möchte dir einen der Weihnachtsklassiker schlechthin auf der Gitarre heute zeigen. Ein paar Basic Chords, die du vielleicht schon kennst. Es sind aber auch ein paar Sachen zu beachten bei dem einen oder anderen Akkord. Die möchte ich dir hier auch bei dem Schlagmuster mit auf den Weg geben. Wir starten mit dem G-Dur-Akkord. Den hast du vielleicht schon mal gesehen, so oder so ähnlich. Mittelfinger, dritter Bund, E-Seite. Zeigefinger, zweiter Bund, A-Seite. Ring und kleiner Finger in den dritten Bund auf der H- und auf der E-Seite. Das sind quasi hier immer die beiden tiefsten und die beiden höchsten Seiten, auf denen du bist. Und die beiden in der Mitte sind frei. Alle sechs Seiten werden angeschlagen. Und dann wechseln wir rüber zum nächsten Akkord, der sich A-Dur schimpft. Da kommen der Zeige, der Mittel- und der Ringfinger alle in den zweiten Bund. Und zwar auf der D-Seite, der G-Seite und der H-Seite. Wenn das für dich viel zu krass sein sollte, lass erstmal den Ringfinger weg. Klingt auch schön. Oder eben mit Ringfinger, wenn du das schon hinkriegen solltest. Dann kommen wir zu D-Dur. Zeigefinger, zweiter Bund, G-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund, hohe E-Seite hier und der Ringfinger in den dritten Bund auf der H-Seite. Du schlägst nur vier Seiten an, lässt die beiden tiefsten Seiten weg. Bei G-Dur also alle sechs, bei A-Dur fünf Seiten, da lässt du die tiefste Seite hier weg und bei D-Dur lässt du die beiden tiefsten hier weg. Feliz Navidad. A, Feliz Navidad. Und nochmal D. Feliz Navidad. A, la, la, A. Und dann zum D. Und jetzt einen kurzen Abschlag. Ja, das ist immer so das Pattern. Also das Akkordpattern, die Akkordfolge. Wir kommen zu dem Schlagmuster später. Ich zeige dir erst alle Chords, weil im Teil I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. Kommt noch ein vierter Akkord dazu. Und zwar der H-Moll-Akkord. Wir greifen ihn erstmal als Power-Akkord und von da aus baggern wir uns weiter vor zum Barré-Akkord. Zeigefinger, zweiter Bund, A-Seite. Ring und kleiner Finger, vierter Bund, D- und G-Seite, das sind die beiden mittleren Seiten, das ist unser Power-Akkord. Dann schlägst du nur diese drei Seiten an. A, D und G, wenn Barré-Akkorde für dich noch zu krass sein sollten. I want to wish you a gay Christmas. A, I want to wish you a day Christmas. H, I wanna wish you. Ja, und den kannst du noch, wenn du da schon so fit bist, erweitern, indem du den Mittelfinger in den dritten Bund auf der H-Seite dazu packst. Richtig krass bist. Dann bringst du auch noch den zweiten Bund auf der hohen E-Seite dazu, mit dem Zeigefinger hier auch noch. Das ist dann ein ganz kompletter Barré-Akkord. Und achte immer darauf, dass du die Töne hier greifst, in der Nähe der Bünde, dieser Metallstäbchen, und nicht hier, weil dann wird es immer schwerer. Du musst viel mehr Druck aufbringen, damit die Töne klingen. Ja, hier ist es deutlich einfacher. Also schau mal, das ist ein, sieht aus, als wäre es kein Unterschied, aber es macht beim Spielen einen sehr großen Unterschied, wie leicht es dir eben am Ende fällt, den Akkord zu greifen. Also, kommen wir nochmal zur Akkordfolge. Feliz Navidad. Ja, dann zu A. Feliz Navidad. Nochmal D. Feliz Navidad. La 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 A. Und dann zum D. Und jetzt ein Break. I wanna, also es wird wiederholt, aber wir springen jetzt mal zum nächsten Teil, zum Refrain. I wanna wish you a Merry G. A. I wanna wish you a D. Christmas. I wanna wish you a G. Christmas from the bottom A of my heart.
das waren die beiden Parts, die in dem Song vorkommen. Einfach auf den Text und die Melodie achten und schon weißt du, welcher Part kommt. Kommen wir zum Schlagmuster. Das probieren wir jetzt erstmal auf einem Akkord aus. Und zwar runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, 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 hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch. Und das Geheimnis dabei ist, bei dem letzten Aufschlag runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, hebe ich schon die Finger hoch, kann man sich gut merken, um zum nächsten Akkord zu kommen. Ich schlage tatsächlich leere Saiten an. Ich übertreibe jetzt mal gerade in meiner Greifhand. Schau mal hin. Und. Mach das Ganze in Ruhe. Ganz wichtiger Tipp auch zum Üben. Üb die Akkorde trocken, ohne anzuschlagen. Konzentrier dich nur auf eine Hand erstmal. Dass du wirklich weißt, wohin deine Finger wandern müssen, wohin sie sich positionieren müssen, damit du den nächsten Akkord auch wirklich sicher greifen kannst. You better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you're sleeping, knows when you're away, he knows when you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ich zeige dir einen der Weihnachtsklassiker schlechthin. Macht richtig Laune zu spielen auf der Gitarre. Wir können hier schön unsere offenen Akkorde benutzen und es mit diesem wundervollen Werkzeug, nämlich einem Capodaster, der Tonart anpassen, die dir, beziehungsweise jetzt in diesem Fall mir hier, am genehmsten war. Wir machen das Ganze schön mit G-Dur, C-Dur und so weiter. Ich zeige dir alles wirklich im Detail, was du wissen musst für den Song. Will dir nur mit auf den Weg geben, wenn dir das zu tief zum Mitsingen ist oder wenn du das mit deiner Family singen möchtest an Weihnachten, dann kannst du diesen Capo sehr gut benutzen. Und wenn es für dich zu tief zum Singen ist, einfach den Capo zum Beispiel, wie ich jetzt gerade, in den dritten Bund packen oder noch weiter hoch, wenn es dir immer noch zu tief ist von der Stimmlage her. Und schon kannst du mit diesem G-Dur-Griff hier trotzdem deiner Stimme entgegenkommen. Und ich zeige das Ganze jetzt aber, falls nicht jeder ein Capo dabei hat oder zu Hause hat, das Ganze hier ohne Capodaster, deswegen keine Sorge. So, wir legen jetzt los mit Santa Claus is coming to town. G-Dur ist unser allererster Akkord. Der Mittelfinger kommt in den dritten Bund auf der tiefsten Seite hier, die dir am nächsten ist, der E-Seite. Der Zeigefinger in den zweiten Bund auf der A-Seite, das ist die direkt daneben. Und der Ringfinger im dritten Bund hier, 1, 2, 3, auf der hohen E-Seite. Wir kümmern uns um das Schlagmuster später, ja? Dafür checken wir jetzt erstmal die Akkorde aus. Also, erster Akkord G, G-Dur. Dann zum C-Dur. Ringfinger, dritter Bund, A-Seite. Mittelfinger, zweiter Bund, D-Seite. Zeigefinger, erster Bund, H-Seite. Und hier lässt du jetzt die tiefe E-Seite weg beim Anschlagen. Und dann spielst du erstmal zwischen den beiden Akkorden hin und her. Ja, dieser Wechsel kommt zweimal zwischen G und C. Wenn dir das Schwierigkeiten macht, drück Pause und mach erstmal Trockenübungen, ohne überhaupt anzuschlagen. 50, 100 Mal zwischen den Akkorden hin und her. Deine Finger müssen wirklich gut wissen, wo sie hinspringen, tauschen müssen, wechseln müssen,
Und das sollte möglichst fließend sein, dass du nachher nicht den Effekt hast. Da, 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 da. Da, 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 da. Diese Spielpausen will keiner hören. Also, du machst das Ganze. Da, 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 da. Da, 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 da. Und jetzt kommt ein kleiner Turnaround, wo wir bei G wieder starten. Santa Claus is coming to town. Landen am Schluss wieder bei G. Also die Akkorde dazwischen sind dann folgende. Also G, dann E-Moll. Zeigefinger bleibt im zweiten Bund auf der A-Seite, aber der Mittelfinger kommt jetzt hier in den zweiten Bund auf der D-Seite direkt daneben und du schlägst wieder alle sechs Seiten an. Also Santa, also G zu E-Moll zu A-Moll. Mittel- und Ringfinger im zweiten Bund auf der D- und G-Seite. Das sind die beiden Seiten in der Mitte. Zweiter Bund. Zeigefinger, erster Bund, H-Seite. Und du schlägst jetzt nicht die tiefe, dicke E-Seite an. Coming. Also G. Santa, E-Moll zu A-Moll zu D-Dur. Zeigefinger, zweiter Bund, G-Seite. Ringfinger, dritter Bund, H-Seite. Mittelfinger, zweiter Bund, hohe, dünne E-Seite hier. Und du lässt die beiden dicken, fetten Seiten weg, die E- und die A-Seite. Also dieser Turnaround nochmal. G zu E-Moll zu A-Moll zu D-Dur und wieder zu G. Und jetzt kommen wir zum Refrain. D-Moll. G zum C. D-Moll zum G zum C. Das ist der erste Teil. Also D-Moll geht ein bisschen anders als D-Dur. Mittelfinger, zweiter Bund, G-Seite, Ring oder kleiner. Im dritten Bund auf der H-Seite und Zeigefinger, erster Bund, hohe E-Seite. Du spielst auch wieder nur vier Seiten, wie bei D-Dur. Zum G zum C. D-Moll zum G zum C. Dann E-Moll. E-Moll zu A-Dur und zu D-Dur. Und E-Moll A-Dur zum D. Also E-Moll kennst du ja schon. E-Moll, dann A-Dur, den kannst du auf unterschiedliche Arten greifen. Ich mache das gerne hier mit dem Zeigefinger plattgelegt im zweiten Bund auf der D- und G-Seite und dann den Mittelfinger noch daneben auf der H-Seite im zweiten Bund. Und dann schlägst du fünf Seiten an, die tiefe Seite nicht. Und D-Dur wieder mit vier Seiten. Also E-Moll, A-Dur, D-Dur. Nochmal. Wenn das A-Dur für dich zu schwer sein sollte, lass das Ganze einfach nur mit zwei Tönen oder zwei Fingern greifen im zweiten Bund mit dem Zeigefinger auf der D-Seite und dem Mittelfinger im zweiten Bund auf der G-Seite. Sieht aus wie ein E-Moll, nur zu einer Seite weiter. Und vom E-Moll zum A zum D. Und dann geht's wieder mit der Strophe los. G, 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 C, 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 C. G, 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 C, 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 C. G, E, Moll, A, Moll, D, Dur und G. G, nochmal zum Refrain. D, Moll zum G zum C. D, Moll zum G zum C. E, Moll zu A zu D. E-Moll zum A zum D. Und wieder. G, 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 C, 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 C. Und so weiter. Kommen wir jetzt zum Schlagmuster. Das ist runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch. Und wenn dann unser Turnaround kommt, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter. Wenn die Akkorde so schnell wechseln, ist das Schlagmuster also ein bisschen anders. Wenn sie länger liegen bleiben, ist es runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, 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 runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter,
runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, 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 hoch, runter, runter, hoch, hoch, 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 runter, hoch, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter. Also immer, wenn du, wie gesagt, länger auf Akkorden bleibst, ist runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch. Und wenn es schnell wechselt, runter, runter, hoch, 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 hoch, runter, hoch. Das mal von Part zu Part. Das ist schon der ganze Song. Teil 1. Teil 2 geht dann so. Teil 3. Und Teil 4. Das wäre Teil 4 gewesen. Also, wir gehen die Stück für Stück hier durch. Los geht's natürlich mit Teil 1. Leere E-Saite, das ist die unterste Saite. Die erste Saite nennt man sie auch. Die spielst du zweimal an und greifst dann im dritten Bund auf der nächsten Saite. Das ist die zweite von unten, die H-Saite. Und das Ganze würde ich dir empfehlen, mit dem Ringfinger zu greifen. Dann greifst du im zweiten Mund auf der G-Saite, das ist die dritte Saite von unten. Mit dem Mittelfinger mache ich das jetzt hier einfach mal. Also. Dann springst du rüber und spielst wieder die leere E-Saite. Also haben wir. Zweimal sogar. Und dann greifst du auch wieder mit dem Mittelfinger im zweiten Mund auf der E-Saite diesmal. Also haben wir leere E-Saite, nochmal, dann dritter Bund H-Saite, zweiter Bund G-Saite und dann zweimal die leere E-Saite und dann in den zweiten Bund auf der E-Saite und das Finale des ersten Teils ist dann der dritte Bund auf der H-Saite. Gesprochen wäre das dann 0, 0, 3, 2, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 2, 3. Du kannst das Ganze natürlich auch nur mit dem Zeigefinger machen. Es geht am Anfang erstmal mir vor allem auch darum, dass du deine Finger alle ein bisschen trainierst. Ja, also nicht nur den Zeigefinger und dann so machst. Das geht ganz am Anfang natürlich auch, aber Sinn macht es, so langsam aber sicher dann auch mal den Mittelfinger und den Ringfinger einzubauen. Und im Prinzip so zu spielen, dass der Zeigefinger für die Töne im ersten Bund zuständig ist, der Mittelfinger für die Töne im zweiten Bund und der Ringfinger für die Töne im dritten Bund und so weiter. Der kleine Finger theoretisch für alle Töne im vierten Bund. So, unseren ersten Part haben wir jetzt hinter uns. Die Töne heißen dabei übrigens dann E, E, D, A, E, E, Fis, D. So, zweiter Teil. Zweimal im zweiten Bund auf der G-Saite. Das ist die dritte von unten im zweiten Bund. Ja, das machst du zweimal. Und dann zweimal die leere E-Saite. Das ist die unterste Saite. Dann in den zweiten Bund auf der E-Saite. Und mit dem Ringfinger in den dritten Bund auf der H-Saite. Das ist die zweite von unten. Also.
nochmal drei. Und dann 2, 3, 2, 0. Ja, da geht es ein bisschen hin und her dann. Also nochmal. 2, 2, 0, 0, 2, 3. 3, 2, 3, 2, 0. Nochmal. 2, 2, 0, 0, 2, 3. 3, 2, 3, 2, 0. Und die Töne heißen A, A, E, E, Fis, D, D, Cis, D, Cis, H. Das war unser zweiter Teil. Dritter Teil geht folgendermaßen. Maßen. Wir starten im zweiten Mund auf der E-Seite mit dem Mittelfinger hier. Das ist die äußerste Seite wieder. Und danach spielen wir die leere E-Seite. Danach die leere H-Seite, also 2, 0, 0 und dann wieder den zweiten Bund auf der E-Seite, dann in den dritten Bund auf der E-Seite und die leere E-Seite, also Seite starten wir. 2, 0, jetzt leere H-Seite und wieder direkt zurück zur E-Seite. 2, 3, 2, 0. Töne heißen dann Fis, E, H, Fis, E, Fis, E. Fis, E, H, Fis, E, Fis, E. Nochmal in Bünden gesprochen. 2, 0, 0, 2, 3, 2, 0. Jetzt kommt unser letzter Teil, der vierte Teil. Dritter Bund, H-Seite. Das ist die zweite von unten wieder mit dem Ringfinger. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2. Der letzte Ton ist im zweiten Bund auf der G-Seite. Das ist die dritte von unten. Also, letzter Part nochmal. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2. Also da wird an der einen Stelle 3, 2, 3, 3. Ja, das ist ganz wichtig, dass man da dann zweimal hintereinander den dritten Bund spielt. 3, 2, 3, 3 und dann hin und her. 2, 3, 2 und Wechsel auf die G-Seite. 2. Die Töne heißen dann D, Cis, D, D, Cis, D, Cis, A. D, Cis, D, D, Cis, D, Cis, A. Gute Übung übrigens, wenn du das dann technisch drauf hast, du spielst es sogar mit Zeige, Mittel und Ringfinger, alles, ne, im Prinzip sehr flexibel schon, dass du dann auch mal die Töne laut mitsprichst, die du da spielst, oder von mir aus auch die Bünde. Dadurch machst du nämlich dann noch eine Sache mehr und wirst dadurch auch wieder ein Stück weit freier, wenn du das laut machst, dass du dich noch besser darauf konzentrieren kannst, was du spielst, weil du dich noch mehr herausforderst, gleichzeitig etwas zu sagen oder zu sprechen, während du etwas spielst. Eine kleine weitere Übung, die du da einfach einbauen kannst. So, das Ganze jetzt noch einmal komplett. 1, 2, 3, 4. Null, zwei, drei, zwei, null.
Last Christmas, die Melodie auf der akustischen Gitarre hier gespielt. Das Ganze kannst du natürlich auch auf der E-Gitarre oder auf der klassischen akustischen Gitarre spielen. Gar kein Problem. Schön, da kommt nochmal richtig Weihnachtsstimmung auf. Vielleicht schaust du dieses Video ja gerade auch im Sommer. Keine Ahnung, aber so oder so, eine der Melodien, die man an Weihnachten auf jeden Fall mal ausgecheckt haben sollte auf der Gitarre, denn sie ist wirklich nicht besonders schwierig zu lernen. Und wir packen das Ganze in 5 verschiedene Parts an dieser Stelle, der Übersicht halber. Es wiederholen sich einige Stellen, also alles Stück für Stück wird hier ganz easy aufgebaut. Los geht's mit der leeren G-Seite, das ist die 3. von unten. Dann greifst du mit dem Mittelfinger im 2. Bund auf der G-Seite. Spielst danach, also nochmal, leere Seite, 2. Bund, wieder leere Seite und dann in den 2. Bund mit dem Mittelfinger. Aber diesmal auf der D-Seite, das ist die 4. Seite von unten. Also haben wir 0, 2, 0, 2. Wir starten auf der G-Seite, der 3. Seite von unten und spielen die erst leer an, 0, dann im 2. Bund, dann wieder 0, also leere Seite, und dann in den 2. Bund auf der D-Seite. Insgesamt machen wir das 2-mal. Und erstmal alles mit dem Mittelfinger greifen. Nochmal. Nochmal in Bünden gesprochen, für die Leute da draußen, die mit Noten nicht so viel anfangen können. 0, 2, 0, 2. Und in Tönen. G, A, G, E. G, A, G und das E. So, das ist unser erster Part. Kommen wir zum 2. Part. Wir spielen den 1. Part, wie gesagt, 2-mal. Jetzt kommen wir zum 2. Teil. Starten hier im 3. Bund auf der H-Seite. Mit dem Ringfinger diesmal. Schlagen diesen Ton 2-mal an. Und dann die leere H-Seite, also. Und dann in den 1. Bund auf der H-Seite. 2-mal diesen Ton, auch hier mit dem Zeigefinger gegriffen. Und dann die leere G-Seite. Insgesamt, 2. Teil, folgendermaßen. Seite und 1, 1, 0. H-Seite und dann die 0, die leere G-Seite dann nochmal. Also 3, 3, 0, 1, 1, 0. Die Töne heißen D, D, H und C, C, G. Zusammengebracht unsere ersten beiden Parts. Und wiederholen. Und der 2. Part dazu. So, Teil Nummer 3. Wir starten im 2. Bund auf der G-Seite mit dem Mittelfinger, kennen wir schon. Den schlagen wir 2-mal an und dann wechseln wir in den 1. Bund auf der H-Seite mit dem Zeigefinger. Dann die leere H-Seite und wieder in den 2. Bund auf der G-Seite. Und dann die leere G-Seite. Also haben wir 2, 2, 1, 0, 2.
2, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 0. Und dann nochmal, zweiten Bund, wieder leere Seite und in den zweiten Bund auf der D-Seite mit dem Mittelfinger. Ja, wir machen alles im zweiten Bund mit dem Mittelfinger, alles im ersten Bund mit dem Zeigefinger und alles im dritten Bund mit dem Ringfinger. Nochmal dieser Part. Zweiter Bund, G-Seite. Nochmal. 2, 2. Erster Bund H-Seite. Leere H-Seite. Zweiter Bund G-Seite. Leer. 2, 0. Und zweiter Bund D-Seite. Nochmal die Bünde. 2, 2, 1. 2, 0, 2, 0, 2. Achte wirklich auf die Seiten, die ich spiele. 2, 2, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2. A, A, C, H, A, G, A, G, B. Und nochmal. A, A, C, H, A, G, A, G, B. Bis dahin mal alle drei Parts. Und nochmal. Der dritte Part wird auch wiederholt. So, kommen wir zum vierten Teil von Stille Nacht. Ringfinger im dritten Bund auf der H-Seite. Zweimal und dann mit dem ersten Finger, dann im ersten Bund mit dem Zeigefinger auf der hohen E-Seite, das ist die äußerste Seite. Also, zweite Seite, wir starten auf der zweiten Seite von unten, im dritten Bund und dann auf die erste Seite von unten. Wieder zurück in den dritten Bund auf der H-Seite und dann die leere H-Seite. Also haben wir 3, 3, 1, 3, 0. Und dann den ersten Bund auf der H-Seite und die leere E-Seite. Das ist unser vierter Teil. 3, 3, 1, 3, 0, 1 und die leere E-Seite jetzt. 3, 3, 1, 3, 0, 1, 0. D, D. C, E, so heißen die Töne. Und nochmal. D, D, F, D, H, C und E. Mal bis dahin. 0, 2, 0, 2. 0, 2, 0, 2. 3, 2, 2, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2. Und nochmal. 2, 2, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2. Jetzt unser vierter Part. 3, 3, 1, 3, 0, 1, 0. Und jetzt unser fünfter Teil. Erster Bund H-Seite ist die zweite von unten. 1, dann leere G-Seite und dann in den zweiten Bund auf der D-Seite. Kann man sehr schön an dieser Stelle ineinander klingen lassen. Das heißt, man bleibt hier mit dem Zeigefinger im ersten Bund liegen, spielt dann die leere G-Seite und greift dann im zweiten Bund auf der D-Seite.
kann man auch nacheinander spielen, wenn einem das noch zu schwer fällt. Und dann die leere G-Seite. Und dann mit dem Ringfinger den dritten Bund auf der D-Seite. Und dann die leere D-Seite. Und großes Finale, dritter Bund auf der A-Seite. Das ist die fünfte Seite von unten. Also, letzter Part nochmal. Erster Bund, H-Seite, leere G-Seite, das ist die dritte von unten. Zweiter Bund, D-Seite, das ist die vierte von unten. Dann leere G-Seite, dann dritter Bund, D-Seite, leere D-Seite und dritter Bund, A-Seite. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3. Und mal komplett von vorn. 0, sorry, erst noch die Töne noch kurz durchgesagt. C, G, E, G, F, D, C. So, von vorne. 0, 2, 0, 2. 0, 2, 0, 2. 3, 3, 0. 1, 1, 0. 2, 2, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2. 2. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3. In C-Dur, stille Nacht. Ich hoffe, du konntest in diesem Video viel lernen. Haut rein, ich bin der Hannes. Ciao!